Ein neuer Mittwoch, ein neuer Weekend-Flashback. Ihr seht, der Herbst hat Einzug gehalten in der Hauptstadt. Es ist ganz schön frisch geworden, aber wir sind ja nicht hier, um über das Wetter zu sprechen, sondern über die Highlights des letzten Wochenendes. Und dann legen wir direkt mal los. Am Samstag waren wir beim Saisonauftakt der ersten Bundesliga im Wasserball. Die Wasserfreunde Spandau spielten gegen den USC Potsdam und da gab es einen Pflichtsieg für die Spandauer. Am Samstag und am Sonntag waren wir beim International Swim Cup. Da traten in 48 Wettkämpfen Sportler aus insgesamt 7 Ländern gegeneinander an. Am Sonntag bot uns der VfL Potsdam ein super spannendes Spiel gegen die Stiere aus Schwerin, welches sie leider mit 20:23 verloren. Und morgen sind wir dann beim Supercup im Wasserball. Der deutsche Meister spielt gegen den Pokalsieger. Bei den Herren sind das die Wasserfreunde Spandau gegen Waspo Hannover und bei den Damen ebenfalls die Wasserfreunde Spandau gegen SV Bayer Uerdingen. Das war's mit dem Weekend Flashback für diese Woche. Ihr seht, es fängt auch schon an zu nieseln. Ich sollte mich also schleunigst wieder ins Trockene bewegen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht ist Sterni auch wieder am Start. Bis dahin.